Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Olaf Schröer und ich freue mich, euch einiges über etwas Persönliches zu sagen, was in meinem Leben in der letzten Zeit mir wichtig gewesen ist, nämlich über meinen Weg durch die Trauer. Wir alle erleben Zeiten, wo es uns gut geht, Zeiten, wo es uns nicht gut geht, wo wir Leid erleben, wo es Schwierigkeiten gibt. Und ich habe in der letzten Zeit eine sehr schwierige Phase durchgemacht, denn im letzten Jahr, im Januar, ist meine Frau Astrid gestorben. Wir waren 37 Jahre verheiratet und es war ein sehr, sehr schwieriger Moment. Nicht nur ihr Tod, sondern auch die Zeit davor. Denn 9 Monate habe ich sie gepflegt, wo ich auch meinen Dienst als Pastor nicht ausgeführt habe und nur für sie da war und sie gepflegt habe. Die letzten 7 Wochen ihres Lebens war sie bettlägerig und es war eine sehr schwere Zeit. Aber wir waren auch getröstet, weil viele, viele Freunde von uns mitgelitten haben, mitgebetet haben. Hunderte, Tausende in ganz Deutschland, in Europa, in der Schweiz und auch auf der ganzen Welt haben ihre Anteilnahme gezeigt und mitgebetet. Aber trotzdem war es eine sehr schwierige Zeit. Und eine Zeit, wo ich niemandem sagen würde, das würde ich ihm wünschen. Wenn ich gefragt werden würde, dann würde ich auch sagen, naja, also ich wünsche mir nicht so etwas. Und doch, muss ich sagen, ist mir das zum Segen geworden. Und zwar, wir haben viele Wunder erlebt. Auch Astrid hat in dieser Zeit viele Wunder erlebt. Sie war relativ früh auch damit konfrontiert und sie war auch bereit, das, was Gott für sie vorgesehen hat, auch wenn sie jetzt nicht überleben sollte. Wir haben viel dafür gebetet und irgendwann wurde klar, dass sie nicht überleben würde. Sie hatte Krebs im Endstadium, dass sie bereit war zum Sterben. Und sie war so innerlich gefasst, dass sie für viele Menschen noch ein Segen sein durfte in dieser letzten Zeit. Und in dem Trauerprozess gab es für Astrid und mich, vor allen Dingen auch am Ende für mich, so 3 entscheidende Punkte, wo ich sagen muss, die sehr schwer waren. Das erste war der 27. April 2022. Das war der Tag, wo Astrid die Diagnose bekommen hat, Krebs im Endstadium. Und das war etwas sehr Schwieriges. Die Ärzte hatten gesagt, sie hat noch eine Lebenserwartung von zwischen 2 Wochen und 6 Monaten. Das heißt, sie hat gesagt, sie hat keine Therapie mehr empfohlen. Sie hat gesagt, gehen Sie nach Hause und sterben Sie. Fertig. Ja. Und das war erstmal ein riesengroßer Schock für uns und auch mit vielen Tränen verbunden. Und das war auch eine Zeit, wo wir auch gesagt haben, was, lieber Gott, warum machst du das? Es war eine Zeit, wo man denkt, die Zeit bleibt stehen. Es geht nicht mehr weiter. Und es war auch erstmal schwer, die Tatsache zu akzeptieren. Astrid ging zwar vorher schon nicht gut, aber es war dann ein richtiger Schock für uns. Aber 2 grundlegende Annahmen halfen Astrid und mir in diesem Moment. Erstens, die Annahme, Gott ist wirklich gut. Gott meint es gut mit uns, Gott liebt uns und Gott will nämlich das Beste für uns. Und die 2. Annahme, weil Gott prinzipiell gut ist, ist auch sein Weg mit uns und für uns gut. Das heißt, auch wenn wir das vielleicht nicht verstehen, warum das passiert und warum dieses und jenes in unserem Leben so und auch hier so existenziell hier eingreift, dass Gott es trotzdem gut mit uns meint. Und dass, wenn man hinterher zurückblickt, dass man doch sehen kann, Gott hat es gut geführt. Aber wenn man drinsteckt, dann ist das schwer. Im Nachhinein kann man manchmal sehen, was Gott Gutes getan hat, aber wir müssen das Leben vorwärts leben. Und das ist manchmal schwer. Deswegen, wir haben gesehen oder wir haben geglaubt, Gott vertraut, dass Gott keinen Fehler macht. Natürlich haben wir gebetet. Und es war auch so, dass sie dann eine Naturtherapie begonnen hat, die im Vierteljahr auch besser ging, aber dann auch, denn danach haben wir gemerkt, es geht doch wieder abwärts. Aber dann haben wir auch gesagt, entscheidend ist, dass alles zu Gottes Ehre geschieht. Der 2. schwierige Tag war dann der 22. November 2022, also ein halbes Jahr später. Dort war es dann, dass Astrid bettlägerig wurde. Und die Naturtherapie hat nicht durchgreifend geholfen. Und jetzt war es klar, Gott würde Astrid nicht heilen, sondern sie würde sterben. Und sie war auf den Tod vorbereitet. Und sie hat sich täglich intensiv darauf vorbereitet. Sie war immer Gott im Reinen, dass sie wusste, und die Bibel sagt es, wenn wir sterben, ist das für uns persönlich, die Zeit zwischen dem Tod und Jesu Wiederkunft, sind wir ohne Bewusstsein. Für uns persönlich ist dann der nächste Moment, den wir persönlich erleben, Jesu Wiederkunft,
und dass Jesus uns auferweckt und wir Jesus sehen dürfen. Und es war für sie persönlich so ein Trost zu wissen, wenn ich jetzt einschlafe, dann ist der nächste Moment Jesus zu sehen. Das war für sie wirklich schön. Aber eine Frage war, die sich Astrid öfter gestellt hat, warum muss ich so relativ früh mit 61 Jahren sterben? Und auch wenn wir auf diese Frage keine endgültige Antwort hatten, so haben wir doch gewusst. Und Astrid hat sagen dürfen, ich habe ein glückliches und erfülltes Leben gehabt. Gott hat es gut gemeint. Und am Ende ist nicht wichtig, ob wir 10 Jahre länger oder kürzer leben, sondern dass wir hier ein gutes und glückliches Leben hatten und vor allem, dass wir das ewige Leben hatten. Eine zweite Frage war, auch das waren auch Inhalte unserer Gespräche, die ich mit Astrid dann geführt habe in dieser Zeit. Warum hat Gott mich nicht geheilt? Wir hatten darum gebetet, dass alles geschieht und alles, was geschieht, zu Gottes Ehre geschieht. Und als ich zu Astrid sagte, durch die Art und Weise, wie du das Leid trägst, wie du damit umgehst und wie Gott dir hilft und wie du innerlich den Frieden darüber hast, ist für viele Menschen ein Zeugnis. Und das ist stärkend für sie, ein Glaubenszeugnis. Und Gott wird verherrlicht. Viele Menschen werden dadurch gesegnet. Und daraufhin hat sie zu mir gesagt, wenn es zur Ehre Gottes gereicht, bin ich auch bereit, dafür zu leiden. Was auch schön war, dass wir auch in dieser Zeit noch eine Reflexion unserer Beziehung haben konnten. Das heißt, inklusive der gegenseitigen Vergebung, wir konnten sagen, wo wir kurz gekommen sind, dass wir uns vergeben konnten und dass wir, ja, und wir hatten auch, ich als Pastor und als Evangelist war ich viel unterwegs, im Ausland auch und auch in Deutschland. Und wir hatten jetzt 9 Monate Zeit, wo ich sie gepflegt habe, wo wir wirklich auch Zeit für uns hatten. Das war auch eine Segenszeit, wo wir uns näher gekommen sind, wo wir auch ja, mehr miteinander verbunden wurden wieder und wirklich eine schöne Zeit war. Aber eine Frage, die für Astrid immer wieder wichtig war und die sie mir öfter gestellt hat, wenn Gott mich doch zur Ruhe legt, warum muss ich noch bettlägerig sein? Warum muss ich noch so lange leiden? Gott kann mich doch gleich zur Ruhe legen und sterben lassen. Am Anfang haben wir darauf keine Antwort gehabt, aber nach einigen Tagen des Nachdenkens des Gebetes hat Gott uns 2 Antworten gegeben. Erstens, dass durch die Art, wie Astrid damit umgeht und wie sie im Inneren starken Glauben hat, dass es für viele Menschen zum Segen wurde. Und sie war so eng mit Gott verbunden und sie hat so intensiv darüber nachgedacht, über die neue Erde, über Jesus, über die Wiederkunft, dass sie schon teilweise mehr im Himmel gelebt hat als auf dieser Erde. Und wenn wir Besuch bekommen haben, die uns trösten wollten, die Astrid trösten wollten, dann sind sie getröstet gegangen, weil Astrid ihnen von der Hoffnung weitersagen konnte und von ihrem starken Glauben. Und je mehr ihr äußerer Mensch zerfallen ist, desto stärker wurde ihr innerer Mensch. Und sie hatte so eine innere Stärke gehabt, so einen festen Glauben wie nie zuvor in ihrem Leben. Und das war wirklich schön zu sehen, dass diese Kraft Gottes in ihrem Leben, obwohl sie immer mehr dem Tode zuging. Ja. Dann, zweitens habe ich auch gesagt, solange du noch lebst, hat Gott noch eine Aufgabe für dich. Dann hat sie gefragt, ja, was denn für eine Aufgabe? Eine Woche vor ihrem Tod haben wir dann begonnen. Sie hatte über 400 Verheißungen in ihrem Leben gesammelt und aufgeschrieben. Verheißungen aus der Bibel von Gott. Und dann haben wir in dieser letzten Woche ihres Lebens noch ein Buch rausgebracht. Freunde von uns haben das abgetippt, ihre ganzen Aufzeichnungen in den Computer. Und dann haben wir noch in der letzten Woche, wo sie kaum noch reden konnte und auch gar nicht mehr essen konnte, haben wir noch das Vorwort geschrieben zu dem Buch und wir haben dann auch noch den Anhang geschrieben, verschiedene Anhänge geschrieben und das Layout gemacht. Spenden wurden gesammelt für das Buch, für die erste Auflage, über 20.000 Euro, mehr als wir eigentlich brauchten. Und ich weiß noch genau, am 9. Januar 2023 habe ich dann am Abend zu Astrid gesagt, jetzt ist alles fertig, alles ist fertig eingetippt in den Computer. Wir haben das Vorwort geschrieben und die Anhänge und das Geld ist zusammen für den ersten Druck. Jetzt kannst du loslassen. Und am nächsten Morgen, am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr ist sie friedlich in meinen Armen eingeschlafen. Gott hat noch eine Aufgabe für sie gehabt. Und dieses Buch ist dann gedruckt worden und wir haben bereits, die erste Auflage war mit 5.000 Exemplaren, wir haben bereits eine zweite Auflage über 10.000 Exemplare und dieses Buch ist für so viele Menschen zum Segen geworden. Das geben wir auch kostenlos weiter und es ist wirklich schön. Das ist immer eine Verheißung für einen Tag. Es sind 365 Verheißungen, für jeden Tag im Jahr eine Verheißung, wo man immer nur einen Satz liest. Eine Verheißung, man kann noch ein paar Gedanken dazu schreiben. Und
Das ist für mich, jeden Morgen lese ich immer die Verheißung für den Tag. Das ist immer so schön stärkend, denn die Verheißungen Gottes, die haben Kraft. Und Astrid hat viele von diesen Verheißungen auswendig gelernt. Und in der letzten Zeit, wo sie nicht mehr lesen konnte, hat sie die immer wieder aus ihrem Gedächtnis immer wieder zitiert. Und das hat ihr Kraft gegeben, in dieser letzten Zeit das durchzustehen. Ja. Es gab auch mehrere Dinge, die sie auch für sie wichtig waren, dass sie zu Hause sterben durfte. Und Gott hat es auch gegeben. Ja. Und auch fast jeden Abend, in den letzten 7 Wochen, haben wir uns am Abend verabschiedet, weil es ging immer mehr bergab und man wusste jetzt nicht, wann wird sie sterben. Und jeden Abend hat sie gesagt, kann sein, dass ich morgen nicht mehr aufwache. Und deshalb haben wir dann immer wieder uns verabschiedet. Aber es war natürlich auch für mich nicht einfach, 7 Wochen lang sich jeden Abend zu verabschieden. Und am nächsten Morgen war sie noch immer wieder wach und noch wieder da. Aber unsere Stimmung, wir haben jeden Tag über den Tod gesprochen, aber unsere Stimmung war nicht gedrückt, sondern im Gegenteil. Es war friedlich, freudig. Und ja, der Tod gehörte in dem Moment dazu. Er war ein Teil unseres Lebens, unseres Gespräches. Natürlich wurde die Pflege immer intensiver, immer schwieriger für mich, weil ihr Körper immer mehr zerfallen ist. Aber die Gespräche wurden immer intensiver und es waren auch schöne Gespräche. Ja. Und der dritte Moment, der sehr schwer war, und das war eigentlich der schwerste Moment, das war dann in dem Moment, als Astrid in meinen Armen einschlief. Und ich habe mit ihr gebetet und während ich mit ihr gebetet habe, ist sie eingeschlafen. Und es war auf der einen Seite eine große Erleichterung. Eine Erleichterung für sie, dass ihr Leiden, ihr Schmerz und ihr dieses Martyrium zu Ende war. Es war eine Erleichterung für mich, denn die Belastungen der letzten Wochen waren ungeheuerlich gewesen. Ja, ich war schon im Trauerprozess drin, denn die Trauer fängt schon an, wenn man weiß, der andere stirbt jetzt. Ich habe ihr zur Seite gestanden und sie gestärkt, geistlich, moralisch, war selbst schon in der Trauer drin und war noch in der Intensivpflege, wo sie fast jede Nacht immer wieder auch irgendwas brauchte, wo ich kaum Schlaf hatte. Von daher war das schon eine Erleichterung für mich, als sie starb. Aber der Schmerz war sehr groß. Das kann man sich kaum vorstellen, wie stark der Schmerz ist, wenn man mit einem Menschen, mit dem man eins ist, mit einem Ehepartner, 37 Jahre verheiratet, wenn er stirbt. Und es gab 2 Gefühle in diesem Moment, die sehr stark waren. Und ich habe nicht für möglich gehalten, dass man 2 solche Gefühle gleichzeitig haben kann. Einmal das Gefühl des Schmerzes, unendlich großer Schmerz, aber gleichzeitig auch das Gefühl des Aufgefangenseins bei Gott, des inneren Friedens, der Geborgenheit in Gott. Ich habe gemerkt, wenn ich falle nicht ins Bodenlose. Man fühlt sich, als ob die Zeit stehen bleibt. Man fühlt sich, als ob man irgendwo vom Berg springt und irgendwo fällt. Aber doch habe ich gemerkt, da ist jemand, der mich trägt, der mich hält, der mich festhält. Und früher habe ich immer gedacht, dass man entweder Gefühle des Schmerzes, der Trauer und des Glückes und der Geborgenheit nacheinander haben kann oder wird oder Freude. Aber hier habe ich gemerkt, das geht gleichzeitig. Und das ist für mich so eine Erfahrung gewesen, wo ich wirklich sagen muss, Gott hat versprochen in seinem Wort, dass wenn wir im Leid sind, dass er bei uns ist. Einer meiner Lieblingstexte ist in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Und das habe ich erlebt, dass das in diesem Moment wahr geworden ist. Matthäus 11, Vers 28 bis 30, da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und genau das habe ich erlebt. Gerade wenn der Ehepartner stirbt. Jesus sagt, wenn wir mühselig und beladen sind, das heißt, wenn die Sorge, wenn die Probleme, wenn die Not da ist, wenn wir dann zu ihm kommen, dann gibt er uns den Frieden ins Herz. Er sagt, ich will euch Ruhe, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das gibt Jesus.
Jesus gibt die Kraft im Leid, für das Leid, nicht vorher, wenn wir sie gar nicht brauchen. Aber in dem Moment, wo so ein starker Schmerz da ist und so ein tiefes Leid da ist, in dem Moment gibt Gott die Kraft. Und deswegen dürfen wir uns auf Gott verlassen. Jesus sagt aber, kommt her zu mir. Wir können nur dann diese Ruhe finden, wenn wir zu Jesus kommen. Und ich habe in dem Moment auch natürlich gebetet, für Astrid, während sie gestorben ist, für mich, für die Situation. Und ich habe gewusst, Gott wird es gut machen. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wann, aber ich wusste nur, Gott wird es gut machen. Deswegen, einige Tage nach Astrids Tod bekam ich von Freunden ein Buch geschenkt von Mike Tucker. Das heißt, mit dem Morgen kommt die Freude. Das kam 2020 im Advent Verlag in Lüneburg heraus. Und da beschreibt der bekannte Evangelist und Pastor Mike Tucker aus Amerika seinen Weg durch die Trauer. Er hatte 2016 seine Frau im Alter von 60 Jahren durch Krebs verloren. Und ich habe erlebt, das eigene oder gesehen, das Buch habe ich dann gelesen, dass seine Erfahrungen fast die gleichen waren wie meine. Er war auch Pastor, Evangelist, war auch vor der Kamera gestanden. Seine Frau hat ihn unterstützt und sie hatte auch Krebs und ist gestorben. Und mit 60, Astrid ist mit 61 gestorben, auch ich bin Pastor, Evangelist vor der Kamera. Und waren fast die gleichen Dinge. Und was er geschrieben hat in seinem Buch, das hat mir sehr geholfen. Ich habe zwar selber auch schon vorher Trauerseminare durchgeführt und ich wusste, welche Trauerprozesse jetzt wichtig sind. Aber es ist ein großer Unterschied, darüber zu sprechen oder das selber zu erleben. Natürlich hat mir das Wissen geholfen. Welche Phase bin ich gerade und was muss ich tun, um nicht stecken zu bleiben? Denn jeder Mensch trauert anders. Und auch die Länge, wie jeder Mensch trauert, ist anders. Und es gibt kein fertiges Schema, wo man sagen muss, so muss das jetzt sein. Aber wenn jemand stecken bleibt in der Trauerarbeit, dann kann es Probleme geben. Dann kann es sein, dass man auch nach 30, 40 Jahren noch den gleichen Schmerz hat und die gleichen Probleme hat und die inneren Nöte hat und das nicht verarbeitet ist. Deswegen hat mir das Buch schon geholfen. Mike Tucker schreibt in seinem Buch, Seite 18, so schwierig der Prozess der Trauerbewältigung auch sein mag. Es ist möglich, mit dem Schmerz auf solch eine Art und Weise umzugehen, dass du schließlich wieder Freude und einen neuen Sinn im Leben findest. Doch das passiert nur, wenn du dich der mühevollen Trauerarbeit stellst. Das bedeutet, wenn man so einen Verlust hat, und Verlust ist ja nicht nur, wenn man den Ehepartner verliert, das kann auch sein, wenn man die Arbeit verliert, wenn man die Wohnung verliert, wenn man nach einer Scheidung oder sonst vielleicht die Mutter oder den Vater durch Tod verliert oder so etwas. Wir müssen uns der Trauerarbeit stellen. Und viele Menschen machen den Fehler, dass sie merken, der schmerzt, aber sie wollen den Schmerz verhindern, vermeiden. Und wenn du Schmerz vermeiden willst, versuchst du, das möglichst zu verdrängen, nicht darüber nachzudenken. Und je weniger du darüber nachdenkst, desto weniger Schmerz fühlst du. Und dann ist ja alles in Ordnung, weil du den Schmerz nicht mehr fühlst. Aber du hast nur verdrängt. Und du bleibst stecken. Und dann holt es sich irgendwann wieder ein. Deswegen, sich der Trauerarbeit zu stellen, ist wichtig. Und dann habe ich in seinem Buch gelesen, Seite 17, wo er sagt, je früher und intensiver man trauert, desto schneller geht es einem wieder besser. Und da habe ich gedacht, ich möchte, dass es mir wieder besser geht. Und Astrid hat auch gesagt gehabt, bevor sie gestorben ist, noch am Tag bevor sie gestorben ist, hat sie gesagt, wenn ich dann sterbe, seid nicht traurig, sondern seid dankbar für das, was Gott für uns getan hat. Und natürlich ist man trotzdem traurig. Aber man darf auch dankbar sein. Und ich wusste, Astrid möchte, dass ich trotzdem ein glückliches und fröhliches und freudiges Leben weiterhaben soll. Aber das kann ich nur haben, wenn ich mich der Trauer stelle, mich dem Schmerz stelle. Das habe ich dann auch bewusst gemacht. Normalerweise liegt die Zeit des aktiven Trauerns, also dieses aktiven Trauerprozesses, zwischen 6 Monaten und 5 Jahren. Das ist bei jedem anders, wie der Weg dann da hindurch verläuft. Und auf Seite 17 schreibt er in seinem Buch, je länger du das Trauern verzögerst, desto länger dauert der Prozess der Trauerbewältigung. Und desto schwieriger wird er. Du kannst die Trauer für eine gewisse Zeit ignorieren, aber letztendlich wird sie dich doch einholen und einen sehr hohen Preis dafür einfordern. Frühes, intensives Trauern ist eine viel bessere Herangehensweise an jeden Verlust. Deswegen, Trauer dient dem Gedenken an die Person, die du verloren hast. Und je mehr du geliebt hast,
desto stärker ist die Trauer. Und wir trauern intensiv, weil wir intensiv geliebt haben. Deswegen, das Ziel der Trauer ist es aber, dass man sich dem Leben wieder zuwendet, dass man wieder ein erfülltes, glückliches und überreiches Leben führen kann. Doch wie macht man Trauerarbeit? Wie funktioniert das? Mike Tuckert schreibt in seinem Buch, auf Seite 19, vier Tätigkeiten, die Trauerarbeit ausmachen. Und diese vier Tätigkeiten habe ich bewusst, aktiv gesucht und gemacht. Nämlich erstens denken, zweitens schreiben, drittens reden und viertens weinen. Erstens das Denken. Denken heißt, mach eine Erinnerungsreise durch das Haus oder andere Bereiche. Denke darüber nach, über die Person. Und ich habe dann viel darüber nachgedacht, über die Zeit mit Astrid, über die gemeinsamen Erlebnisse mit Astrid, über die Zeit unseres Kennenlernens, die Zeit unserer Verlobung, die Zeit, wo wir geheiratet haben, die ersten Ehejahre, die Zeit, wo unsere Tochter Rahel geboren wurde, unser Familienleben, auch die Arbeit für Gott in dem Berg, in dem Dienst als Prediger und Pastor. Aber dann auch die Zeit nachher ihrer Krankheit, ihrer Bettlägerigkeit, ihres Schmerzes und ihres Todes. Und da habe ich viel drüber nachgedacht. Und mir hat sehr viel geholfen dabei, dass wir gerade in diesen 9 Monaten so viele positive Erlebnisse gehabt haben, wo Gott Wunder getan hat, wo Gott geholfen hat, wo Gott eingegriffen hat, wo wir viele schöne Erfahrungen mit Gott gemacht haben, dass ich mit diesen schmerzhaften Erinnerungen auch positive Dinge verbinden kann. Und das hilft, dass es nicht ganz so schwer ist. Aber zu denken und sich zu erinnern ist ganz wichtig. Natürlich tut das weh, wenn man sich daran erinnert, wenn man Fotoalbum anguckt und darüber dann Bilder anschaut. Das tut weh, weil der Partner ja nicht mehr da ist. Aber man muss sich dem Schmerz stellen. Und wenn man sich dem Schmerz stellt, dann merkt man hinterher, das tut ein bisschen weniger weh. Das zweite ist Schreiben. Führe ein Tagebuch, verwende ein Notizbuch, schreibe Blogartikel oder einen anderen Artikel, mache Aufnahmen, Video- oder Tonaufnahmen, schreibe deine Gefühle, erzähle die Geschichte des Verstorbenen. Und ich habe auch, denn wir haben 25 besondere Erfahrungen, die wir mit Astrid zusammen gemacht haben, habe ich aufgeschrieben und auch Aufnahmen darüber gemacht, ja, in verschiedenen Sendern und auch einen Artikel geschrieben in einer christlichen Zeitschrift über unsere Erfahrungen. Und das hat mir geholfen. Das war ein Stück auch meiner Trauerarbeit, auch über die Erfahrung mit Astrid und auch über meine Trauer zu schreiben und auch damit natürlich für mich selber aufzuschreiben, aber auch ein Stück weit andere teilhaben zu lassen. Das dritte ist Reden. Rede mit guten Freunden, mit Gemeindegliedern, mit Beratern und auch Kleinigkeiten. Natürlich kann man nicht dem Gleichen diese Geschichte immer wieder erzählen, aber verschiedenen Leuten tut es gut, die Erfahrung zu erzählen. Und ich habe die Erfahrung bestimmt 30 oder 40 oder 50 Mal erzählt. Und irgendwann, wenn du sie erzählst, kommen natürlich Emotionen auch wieder hoch. Aber irgendwann merkt man, ja, ich erzähle es, aber es tut nicht mehr so weh. Und ich kann es erzählen und ich habe auch schon ein bisschen Ruhe gefunden darüber. Die Gefühle sind nicht mehr ganz so heftig. Ja, es hat mir gut getan, mit Freunden zu bereden. Ja. Und auch in meiner Gemeinde, Gemeinde Leonberg, Bandgemeinde Leonberg, habe ich einen Nachmittag angesetzt, wo ich dann gesagt habe, ich habe 2,5 Stunden über all die Erfahrungen erzählt, die wir gemacht haben. Und es hat mir gut getan und der Gemeinde gut getan und wir haben auch Gott gelobt für das, was er getan hat. Und das vierte ist Weinen. Halte deine Tränen nicht zurück. Tränen sind einen großen Teil an therapeutischer Wirkung. Gott hat das uns so hineingelegt, dass wenn wir weinen, dass es uns gut tut. Geweint habe ich vor allen Dingen auch, wenn ich alleine war, wenn der Alltag da war oder ich an irgendwelche Dinge erinnert wurde von Astrid oder besondere Situationen im Leben mit Astrid. Und das hat mir gut getan, dass ich auch weinen konnte. Und ich habe die Tränen nicht versucht zurückzuhalten. Man kann den Tränen auch ruhig freien Lauf lassen. Oder auch wenn ich ein bestimmtes Lied gehört habe, was Astrid und ich gerne zusammen gehört hatten. Ja, das war schmerzhaft, aber das hat auch gut getan. Ja. Mir waren noch 2 weitere Dinge wichtig, die Mike Tuckert in seinem Buch nicht beschreibt, aber das ist mir noch persönlich wichtig geworden. Das ist noch der 5. Punkt, das ist Beten.
Dwight Moody sagte einmal, bete häufig, kurz und intensiv. Natürlich, wenn ich so mit Gott verbunden bin, dann habe ich auch längere Gebete, aber in dieser Trauerphase war es schwierig, länger zu beten. Ich habe häufig kurz und intensiv gebetet. Genau das habe ich gemacht, wie er es gesagt hat. Und das habe ich in dieser Zeit umgesetzt. Und ein sechster Punkt war noch, und das war für mich persönlich, hat mir das sehr geholfen, das ist geistliche Lieder singen. Musik beeinflusst sehr stark unsere Gefühle. Und wenn man geistliche Lieder kennt oder hat, die einen starken Text haben und eine schöne Melodie haben, die können uns innerlich auch wieder zur Ruhe bringen. Ja. Und wenn ich im Wald spazieren gegangen bin, habe ich oft Lieder gesungen, wie zum Beispiel, es ist gut, wenn man die auch auswendig kennt, Unser wartet ein Land reinster Freud. Oder Sicher in Jesu Armen, das war Astrid Lieblingslied in den letzten 2 Wochen. Oder auch Trau in den Verheißungen in Gottes Wort. Oder auch Von guten Mächten wunderbar geborgen. Und dieses Lied, dieses letzte Lied, gab mir sehr viel Trost und Kraft. Bis ich in Strophe 4 ankam. Strophe 4 sagt, Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, mit Leid gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und als ich zum ersten Mal diese Strophe gesungen habe, konnte ich sie nicht zu Ende singen. Der Text war mir zu schwer und zu herausfordernd. Denn in meinem Empfinden war mein Leidenskelch bis an den höchsten Rand gefüllt. Und dann zu sagen, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern. Das fiel mir schwer zu singen. Doch ich habe mich durchgerungen, auch den zweiten Teil der Strophe anzunehmen. Und auch später, und einige Tage später, mit innerer Überzeugung singen zu können, so nehme ich ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Lieder können uns große Hilfe sein. Die können uns stärken, unsere Gefühle auch wieder zur Ruhe bringen. Ja. Auf dem Weg der Trauer gibt es Meilensteine. Du kannst den Fortschritt deiner Trauerarbeit daran erkennen. Du kannst genau sehen, in welcher Phase du bist. Und ich möchte hier 4 Meilensteine, 4 Phasen einfach aufzeigen. Und du kannst nicht eines dieser Marksteine überspringen. Es geht nicht. Man muss diese 4 Meilensteine durchgehen. Und wenn du merkst, dass du irgendwo hängen geblieben bist, stecken geblieben bist, dann schau, dass du weiterkommst auf diesen Markstein. Oder dass dir jemand hilft, vielleicht ein Seelsorger oder ein Therapeut. Oder jemand, der auch an Gott, Jesus glaubt und dir auch mit dir betet und dir helfen kann. Meilenstein 1 ist, glaube, dass es wirklich passiert ist. Als die Todesdiagnose kam für meine Frau, war meine erste Reaktion, das kann nicht sein. Das muss eine Verwechslung sein. Das glaube ich nicht. Der Arzt muss sich geirrt haben. Vielleicht gibt es doch noch irgendwo einen Ausweg. Da muss ein Fehler vorliegen. Auch nach dem Tod von Astrid habe ich öfter, morgens, wenn ich aufgewacht bin, auf das Bett neben mir geschaut und ich musste mich vergewissern, ob das Bett wirklich leer ist. Das braucht eine Zeit, bis man das irgendwo innerlich akzeptiert, bis man sagt, es ist so, ich glaube es. Je früher du dich mit der Realität des Verlustes auseinandersetzt und je früher du dich dann in den Prozess des Trauerns einlässt, desto schneller geht es dir wieder besser. Doch es beginnt damit, erstmal zu sagen, ja, es ist so, der Verlust ist da, ich akzeptiere es. Das zweite ist, sei bereit, den Schmerz zu fühlen. Das ist wichtig. Lauf dem Schmerz nicht davon. Normalerweise versuchen wir, den Schmerz zu vermeiden. Und wir haben verschiedene Strategien zur Vermeidung. Ob das Medikamente sind, Alkohol, Drogen, Arbeitswut, Pornografie, eine neue Liebesbeziehung oder nur den Versuch, den Schmerz zu ignorieren. Ich habe mich entschieden, mich dem Schmerz hinzugeben. Bewusst den Schmerz zuzulassen. Bewusst Situationen zu suchen, wo ich weiß, das tut weh. Dass ich darüber nachgedacht habe, über Erlebnisse mit Astrid und über die Zeit mit ihr.
Als ich Anfang März 23, also nach ungefähr 2 Monaten, war ich 2 Wochen an der Ostsee zu einem Urlaub. Und als ich wieder zurückkam, habe ich bewusst einen Ort aufgesucht, der für Astrid und mich ein ganz wichtiger Ort war. Das war in der Nähe von Darmstadt, die Burg Frankenstein. Dort haben wir uns befreundet. Dort habe ich einen Heiratsantrag gemacht und sie hat ja gesagt. Dort haben wir nach unserer standesamtlichen Hochzeit gegessen, im Restaurant. Also es war ein Ort, der für uns wichtig war. Und wenn wir dort wieder hingegangen sind, dann war das immer so unser Ort, wo unsere Beziehung begonnen hat und so Höhepunkte hatte. Und ich bin dort hingefahren, bewusst hingefahren. Auf dem Weg noch dorthin, auf dem Frankenstein hoch, habe ich auch noch das Lied gehört, was unser Lieblingslied war von Astrid und mir. Und als ich dort oben war, es hat wehgetan. Wo ich wusste, hier an der Stelle habe ich mir zum ersten Mal ihre Liebe gestanden, meine Liebe gestanden, haben uns befreundet. Und an der anderen Stelle, dort habe ich einen Heiratsantrag gemacht. Es hat wehgetan. Ich habe auch geweint. Aber ich habe mich dem Schmerz gestellt. Und als ich wieder runtergefahren bin, ging es mir besser. Da habe ich eine innere Erleichterung gespürt. Habe ich gemerkt, ja, es war schön. Ich bin dankbar für die Zeit. Aber es ist vorbei. Und ich habe meine Liebe und meine mehr auf die Erinnerungen an Astrid umleiten können. Denn ich wusste, sie ist nicht mehr da. Und von daher, meine Tränen haben ein Stück meines gebrochenen Herzens geheilt. Und allmählich tut alles weniger weh. Und das hat so ungefähr, man kann sagen, ein halbes Jahr gedauert, bis der Schmerz mehr und mehr nachgelassen hat. Natürlich, wenn ich jetzt nach über einem Jahr dran denke und darüber nachdenke, tut es immer noch weh, aber es ist nicht mehr so akut. Es ist wie schon eine Wunde, die geheilt ist und wo man die Erinnerung hat und wo man auch Wehmut hat im Herz. Aber der Schmerz ist nicht mehr so intensiv. Und es ist, ja, es ist schon eine Heilung eingetreten. Heilenstein Nummer 3, passt deinen Alltag an ein Leben ohne den geliebten Menschen an. Und das war für mich auch gar nicht so einfach. Natürlich war es erstmal eine Erleichterung, weil ich hatte ja Astrid 9 Monate gepflegt. Unsere Tochter Rahel ist noch bei uns zu Hause. Und jetzt mussten wir alles anpassen. Unseren Alltag, das Kochen, das Abwaschen und das Waschen und alles, was im Alltag so abläuft ohne Astrid. Und als Pastor habe ich auch natürlich noch Verpflichtungen und noch zu tun. Aber es war gar nicht so einfach, den Alltag neu einzurichten. Aber es ist wichtig, weil man weiß, der Partner ist nicht mehr da und man muss jetzt anders leben. Natürlich war es auch gut, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, dass unsere Tochter Rahel noch da war, dass das Haus nicht leer war. Das hat mir schon geholfen. Es ist doch wichtig und natürlich war es auch eine Erleichterung, dass die Pflege jetzt auch zu Ende war. Der Alltag musste neu eingerichtet werden und wir haben es auch einigermaßen gut hinbekommen, dass es eine neue Routine gab in dem Alltag mit Rahel und mir und zu Hause. Ja. Und Meilenstein Nummer 4 ist der vierte Schritt, der ganz, ganz wichtig ist. Und das war auch so eine Zeit, wo ich so nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr ungefähr, kann man sagen, das so verarbeitet hatte. Meilenstein Nummer 4 ist: Verabschiede dich von der Beziehung. Zieh die emotionale Energie zurück, die du in diese Beziehung investiert hast, und investiere sie neu. Das bedeutet, dass wir, ja, wie kann man das formulieren? Ich habe Astrid geliebt. Und diese Liebe ist stark und intensiv. Aber jetzt ist sie nicht mehr da. Und ich kann ja nicht einen Menschen lieben, der nicht mehr da ist. Das heißt, diese Phase bedeutet, dass man seine Liebe zu einem Menschen umleitet in die Erinnerung. Das heißt, wenn ich diesen Menschen weiter lieben würde, dann kann ich ihn ja nicht lieben, weil er nicht mehr da ist. Und dann würde meine Liebe irgendwann ins Leere laufen, aber ich möchte ihn gerne lieben, aber er ist nicht mehr da. Und das ist ein Punkt, wo viele nicht mehr zurechtkommen, weil sie sagen, ich kann die Liebe jetzt nicht mehr irgendwo, ja, nicht mehr zurückziehen, denn ja, ich höre ja nicht auf, ihn zu lieben, nur weil er gestorben ist. Aber es ist wichtig, das umzulenken, dass die Liebe, diese
diese wirkliche, echte Liebe, die man hat zu diesem Menschen, dass man sie auf die Erinnerung lenkt. Dass ich weiß, Astrid war da und wir haben eine schöne Zeit gehabt, wir haben eine intensive Zeit gehabt. Und eine Zeit, wo wir uns wirklich gut verstanden haben, wo wir zusammengewachsen sind, eins gewesen sind. Und dass die Liebe auf die Vergangenheit ausgerichtet ist und nicht mehr auf einen Menschen. Denn der Mensch ist nicht mehr da. Und in dem Moment, wo man diese Liebe so umlenken kann, ist man auch wieder frei für das Leben. Frei für neue Beziehungen. Frei für die Zukunft. Mike Tucker schreibt in seinem Buch auf Seite 50 und 51, im Wesentlichen ist die alte Beziehung gestorben. Dieses Ende anzuerkennen, sich zu verabschieden, ist die emotionale Energie, die in diese Beziehung investiert wurde. Zurückzuziehen und sie anschließend neu zu investieren. Und es ist eine gute, eine gesunde Sicht auf das, was bereits geschehen ist. So gerne ich es auch tun würde, ich kann Astrid nicht umarmen, mit ihr reden oder eine Erinnerung mit ihr teilen. Die alte Beziehung ist tot. Die neue Beziehung zu Astrid lebt, solange ich lebe, in meinem Herzen und meine Gedanken weiter. Das heißt, die Beziehung zu Astrid ist nicht mehr da. Ich kann nicht mit ihr reden, ich kann nicht Sachen mit ihr teilen. Von daher ist die Beziehung zu ihr, davon muss man sich verabschieden. Und die Liebe, die in die Beziehung investiert wurde, muss man jetzt in die Erinnerung, in die neue Beziehung zu Astrid, nämlich in die Erinnerung von Astrid, von dem Leben mit ihr, investieren. Und das bedeutet, dass man dann auch innerlich, ja, die Liebe ist nicht weniger stark, aber sie ist anders. Und dann kann man auch wieder sich an neuen Menschen zuwenden. Und so ist es auch in meinem Leben jetzt, dass ich seit einigen Wochen auch wieder eine neue Beziehung habe mit einer lieben Frau, dass ich mit ihr eine Freundschaft habe und Gott mir auch da die Liebe ins Herz schenkt. Aber wichtig ist, dass vorher, bevor ich die Freundschaft mit ihr begonnen habe, dass dieser akute Trauerprozess, den ich eben beschrieben habe, diese vier Schritte abgeschlossen waren. Nämlich, wenn man vorher schon eine Beziehung eingeht, bevor man diesen Trauerprozess abgeschlossen hat, dann passiert das ganz schnell, dass man versucht, seinen Schmerz durch eine neue Beziehung, eine neue Liebe zu überdecken. Und dann fängt man an, den Schmerz zu ignorieren, zu verschieben, zu verdrängen. Und man sieht nur noch die neue Beziehung. Und dann kommt aber irgendwann dieser Prozess des Trauerns, den man unterbrochen hat oder den man nicht durchgegangen ist, kommt wieder zurück. Und das belastet dann mich selbst und die neue Beziehung immens und das geht nicht gut. Deswegen, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Man muss erst den akuten Trauerprozess beendet haben, diese vier Schritte durchgegangen sein und dann kann man sich auch wieder neu einem Menschen öffnen und wieder neue Liebe schenken. Ein Phänomen war noch da, was auch Mike Tucker in seinem Buch beschreibt, was auch sehr hilfreich war für mich. Er nennt das die antizipierte Trauer. Und zwar die Trauer begann bei mir nicht erst in dem Moment, wo Astrid gestorben war. Sondern wenn ich zurückdenke, dann begann die Trauer eigentlich schon in dem Moment, wo sie bettlägerig wurde oder kurz davor schon, wo es klar war, sie würde sterben. Denn in dem Moment musste ich mich damit auseinandersetzen, dass Astrid in wenigen Wochen nicht mehr leben würde. Und da begann schon die Trauerarbeit. Und das war für mich natürlich in dieser Phase des Pflegens und Astrid zu unterstützen und dennoch schon in Trauerarbeit zu stehen, das war immens schwierig. Als sie dann wirklich gestorben war, war für mich dann die Trauerarbeit ein bisschen leichter, weil ich schon 7 Wochen, 8 Wochen Trauerarbeit hinter mir hatte. Ich hatte schon mich innerlich damit auseinandergesetzt, dass sie sterben würde und dass es dann zu Ende geht und dass ich dann alleine bin. Und als es dann soweit war, war ein Stück dieses Gedankens der Auseinandersetzung und des innerlichen Verarbeitens damit war schon hinter mir. Und das hat es mir leichter gemacht, in dieser Trauerarbeit dann auch weiterzugehen. Ein zweites Phänomen, was er noch beschreibt in seinem Buch, hat es für mich schwerer gemacht in der Trauer. Das ist der sogenannte Lazarus-Effekt, das Lazarus-Phänomen. Das tritt häufig bei längerer Krankheit auf. Manchmal liegt der Patient im Sterben. Das war auch bei Astrid so. Es ging ihr so schlecht, dass wir dachten, sie überlebt die Nacht nicht. Und am nächsten Morgen saß sie wieder im Bett und hat fröhlich guten Morgen gesagt und hat wieder gefrühstückt. Es ging ihr wieder recht gut. Und dieser ständige Wechsel zwischen, man denkt, es geht zu Ende und geht es doch wieder besser, das war sehr herausfordernd. Das hat es schwerer gemacht, emotional schwerer gemacht. Abschied zu nehmen und dann geht es doch wieder weiter. Aber Gott hat Kraft gegeben und es war für sie eigentlich
Sie hat es nicht so stark empfunden. Es war für mich eher eine Belastung, dieser ständige Wechsel. Ja. Aber so darf ich sagen und sehen, Gott gibt Gnade. Trauern ist eine Sache, die wehtut, die nicht einfach ist, die viel Energie kostet. Aber wenn man diesen Weg mit Gott geht, wenn Gott, man mit Gott in Verbindung steht, dann gibt Gott Kraft, Gott gibt Hilfe, Gott gibt Mut und er gibt immer die Kraft, die ich brauche, diesen Moment. Und von daher, ich muss sagen, diese Zeit sowohl der 9 Monate, wo ich sie gepflegt habe, als auch jetzt die Zeit des Trauerns danach, hat mich verändert. Ich weiß nicht wie und wodurch, aber ich weiß nur, dass ich Gott näher gekommen bin. Dass ich Gott erfahren habe, mehr seine Nähe erlebt habe, mehr Erfahrungen mit Gott gemacht habe. Und dass ich existenziell erlebt habe, wie Gott in Ausnahmesituationen da ist, hilft und durchträgt. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir auch, egal wie es dir geht, was du mitmachst, ob Krankheit, ob Trauerarbeit, ob andere Schwierigkeiten oder Not, dass du Gottes Nähe spürst. Dass du zu Jesus kommst und dass du die Verheißung erlebst, dass Jesus dir Frieden und Ruhe schenkt für deine Seele. Gott segne dich.